Einen schönen guten Abend und ein herzliches Willkommen zur Pressekonferenz nach dem Penny-DL-Spiel der Augsburger Panther gegen die Straubing Tigers. Endstand vor 4.490 Zuschauern im Konferenzstadion, 6:4 für Augsburg. Bei mir sind die beiden Coaches, für unsere Gäste aus Straubing, deren Headcoach Tom Pokel und für die Augsburger Panther unser Cheftrainer Marc Pedersen. Das erste Wort geht wie immer an den Gästetrainer. Herr Pokel, darf Sie um Ihre Einschätzung zum Spiel bitten. Ja, danke schön. Guten Abend zusammen. Ich denke, ein sehr harter Derby. Beide Teams wollen unbedingt punkten. Erste Drittel Readiness ist sicherlich ein Faktor. Und ich denke, dass wir haben einen sehr guten Start, schneller Start. Scheibe ist gut gelaufen. Wir waren diszipliniert. Am Ende haben wir die 0-2 Rückstand gehabt. Aber ich denke, unsere Jungs haben zurückgekämpft. Und die 2-1 Anschlusstreffer von unserer Seite war sehr wichtig. Im zweiten Drittel, wir haben unser Spiel gespielt, sind nach vorwärts gelaufen, haben mehr Schüsse aufs Tor gebracht mit der 4-3-Führung. Ich denke, dass beide Teams haben schnell Counter, schnell Transition gespielt. Im dritten Drittel aus unserer Seite zwei komplett unnötige Gegentoren. Und Augsburg hat uns dementsprechend bestraft mit dem vierten Tor. Wir stehen auf die falsche Seite. Wir wollen die Angriffsseite nehmen und die Scheibe abfangen. Und es geht die andere Richtung und ein Gegentor. Ebenfalls mit dem fünften Tor. Wir haben Numbers, wir haben die Überzahl in Abwehr und wir machen nicht genügend Druck auf den Scheibeführer. Und dann kommt der fünfte Tor. Und dann haben wir alles versucht am Ende im dritten Drittel, aber es war nicht genug. Ich denke, dass unsere Jungs haben sehr hart gespielt. Einstellung war in die richtige Richtung. Wir wollten unbedingt gewinnen. Aber bei uns in entscheidenden Momenten fehlt an eine gewisse Cleverness, Smartness, Disziplin, nach nördlicher Richtung zu gehen mit der Scheibe. Drei Auswärtsspiele jetzt abgeschlossen für Straubing. Wir haben 11 Tore geschossen, 4 in Bremerhaven, 3 in München und 4 heute Abend. Und wenn man dementsprechende Zahl von Toren schießt, müssen wir die Siege mindestens 2 über die Runde bringen. Und wir müssen schauen, dass wir die Gegner stoppen und die unnötigen Gegentore stoppen und mindern. Aber nochmal, gratuliere an Marc und die Augsburg-Mannschaft an den Derby-Sieg. Und wir freuen uns auf den nächsten Derby gegen Augsburg. Vielen Dank, Tom Pokel. Mark, congrats on your first regular season win at Kurt Frenzel. What an up and down. How did you see the game? Yeah, I think that's a good term or a good look, pardon me, at the game. Certainly I think the start was quick, fast, and throughout the entire game we were able to capitalize on a couple chances in the first, and it was tale of two games at times where when the momentum was there, it was quickly taken back at times as well. And it was great that the fans were in the building again, and that energy and boost in the third period, were able to capitalize on this as they did earlier in the game, capitalize on some chances and turn that momentum our way and played real solid third period. I think it was maybe our best period of the night, and it was nice to see the guys with that effort and togetherness there in the third period, and especially in a derby match against Straubing, who played fast tonight, probably one of the faster games on the season, and well played. There wasn't a whole bunch of special teams. Both teams go 1-for-3, so good discipline in that area and a little bit of execution as well. But other than that, it's great to come out on top here with the first home victory of the season. Danke, Marc. Gibt's Fragen von Ihnen an einen der beiden Coaches? Bitte, Milan. Marc? Es ist an Milan, du kannst sprechen, ja. Okay. When will the new player, Matt Pimple, make his first game for the Panthers? Yeah, just evaluating things, over the weekend here. He just got into the first practice yesterday. He's had travel days and whatnot, so we wanted to evaluate the game tonight, take a look at him again in practice tomorrow, have good communication with him on how he's feeling, and then we'll evaluate our game tonight. Obviously, coming out on top, it was great.
So we'll see possibly on Sunday. If not, then full week of practice and system play and getting integrated with the team, and they'll be ready next weekend for sure. Weitere Fragen? Nochmal wieder an Sarko, bitte. What did you say to the team after second period? Because second period was, I think, not the best one in this season so far, and the game changed a lot in the last 20 minutes. Yeah, well, we had to be better on the boards. They pressure down and had to make some plays there. Offensively, I think we were there throughout the game, but the D zone at times, given them extended play down there, that the spread offense that they used was running on cylinders as well. So we had to clean up our defensive zone and felt that if we could win those board battles and get more pucks out, that would come into play for us to play better and basically challenge them on how bad they wanted it. Home game here tonight in the Derby, and the guys had a great response. Weitere Fragen? Keine weiteren Fragen, dann darf ich unseren Gästen aus Straubing einen guten Nachhauseweg wünschen. Für die Augsburger Panther geht es dann bereits weiter am Sonntag, auch wieder zu Hause. Zu Gast ist um 16:30 Uhr der Erz Ingolstadt. Bis dahin eine gute Zeit. Danke, tschüss.